Gas lassen. Also die nächsten 8 Monate, die werden harter Wahlkampf. Also wird kein leichtes Pflaster. Ja, wir haben ja im Prinzip 3 Wahlen. Nationalratswahl, Bürgermeisterwahl in Salzburg am 26. November und dann voraussichtlich am 22. April Landtagswahlen. Also eine intensive Zeit mit wichtigen Entscheidungen für Österreich, für die Stadt Salzburg und für das Land Salzburg. Wichtig ist, dass man gut vorbereitet ist, dass man auch attraktive Kandidatinnen und Kandidaten, die was zu sagen haben, die was zu bieten haben, die Kraft ihrer Persönlichkeit überzeugen, aufstellt. Und das ist uns gelungen in einem sehr guten Prozess. Ich bin sehr zufrieden, wie wir sowohl für die Nationalratswahl als auch für die Landtagswahl gerüstet sind. Und mit Harry Breuner als Bürgermeisterkandidaten haben wir sowieso einen ausgezeichneten Mann. Wenn Sie jetzt Ihre Liste beschreiben könnten, wie ist die Liste modern? Ist sie jung oder wie beschreiben Sie? Wie würden Sie es beschreiben? Die Liste ist eine gute Mischung aus Erfahrung und Erneuerung, aus regionaler Ausgewogenheit. Sie ist ausgeglichen, was die Kandidatur von Frauen und Männern betrifft. Und sie hat sehr viel regionale Verwurzelung, gleichzeitig aber auch sehr viel Fachkompetenz in sich für wichtige Fragen, wie zum Beispiel in der Bildungspolitik, im wirtschaftlichen Bereich, im Bereich der Vertretung von Arbeitnehmern und sozialen Interessen. Also ich bin mit einem Team da jetzt unterwegs, über das ich sehr, sehr glücklich bin, und mit diesem Team stellen wir uns gerne einer Wahl. Was ist jetzt so das Ziel, wo man jetzt sagt, einmal auf Bundesebene im Nationalrat? Im Nationalrat müssen wir schon ein Mandat dazu gewinnen. Das ist unser erklärtes Ziel. Wenn uns das gelingt, dann werden wir insgesamt 4 Abgeordnete zum Nationalrat in Wien, die Salzburger Interessen vertreten können. Und eine davon wird Tanja Graf sein, die auch auf der Bundesliste ganz, ganz weit vorne ist, auf Platz 8. Drum 4, auch wenn wir nur 3 gewinnen. Und bei der Landtagswahl lege ich mich nicht fest, da möchte ich aber auch dazu gewinnen. Sie haben es jetzt angesprochen, Tanja Graf, sie ist die einzige Salzburgerin unter den Top 10 und wurde vom Sebastian Kurz, also selbstbestellt, auserwählt, sagen wir mal so. Natürlich eine Ehre, wenn man seit ein Salzburger oder eine Salzburgerin jetzt dabei ist. Ja, großartig. Und Sebastian Kurz geht ja nach der Devise vor, unter diesen ersten 10 darf niemand drinnen sein, der schon einmal kandidiert hat, sondern es sollen lauter Quereinsteiger sein. Darüber wird auch viel diskutiert. Aber das ist ein Teil des Erneuerungsprozesses, denn die Erfahrung kommt sowieso über die Länder. Und wir helfen bei der Erfahrung auch mit, nicht nur bei der Erneuerung, mit dem Peter Haubner und dem Franz Essel und bei der Erneuerung mit der Tanja Graf und der Meli Wörndl. Also ich glaube, das ist ein tolles Team, auf das wir uns freuen. Wenn wir jetzt kurz auf Landesebene schauen, es sind ja schon viele neue Gesichter auch mit dabei. Ja, ich sage ja, Erfahrung und Erneuerung. Politik ist ja nichts Statisches, sondern bewegt sich weiter. Und wenn man länger mit in der Regierung ist, hat man natürlich viel Kontakt mit Menschen, wo man sich denkt, das wäre großartig, wenn der oder die sich auch politisch engagieren könnte. Und dann spricht man die Leute an und kriegt nicht immer ein Ja, muss ich dazu auch sagen. Aber ich bin sehr glücklich, dass die zugesagt haben, wir heute präsentieren konnten. Jetzt haben Sie es vorher schon gesagt, dass er was denn kurz und das bringt neue Gesichter, jetzt neue Gesichter im Land. Was kann man sich aus dem erhoffen? Vielleicht, dass einfach sagen, aha, neue Chancen für neue Gesichter, für neue Leute? Ja, schon. Das sind schon auch Signale, die wir aussenden. Nehmen Sie die junge Elisabeth Huber, die 4 Jahre lang Landesvorsitzende der Landjugend gewesen ist, aus dem bäuerlichen Bereich kommt. Das ist ein klares Signal an die Jugend am Land und überhaupt an die Jugend. Oder nehmen Sie die Martina Jöbstl, die sozusagen mit sehr jungen Jahren schon die 2. Periode als JVP-Obmann hineingeht, auch ein klares Signal an die Jugend am Land. Nehmen Sie die Gertraud Salzmann, eine erfahrene AHS- und BHS-Direktorin, die auch in der Bildungspolitik, auch bundespolitisch immer schon unterwegs war, ein klares Signal, dass die Bildungspolitik wirklich prioritär ist in ihren langfristigen Auswirkungen auf Generationen. Und jeden Tag, den wir da Fehler machen oder nichts tun, ist ein Tag mit großen negativen Folgen. Oder nehmen Sie auch den Wirtschaftsbereich mit Tanja Graf, nehmen Sie den Karl Zallinger, der als Angestellter aus der Sozialarbeit mit jungen Menschen kommt. Also das sind schon, glaube ich, bemerkenswerte Signale, die wir setzen, zusammen mit unserem erfahrenen Team, das ja großartige Arbeit geleistet hat die letzten 4 Jahre. Bis zur Wahl sind es dann 5 Jahre. Für mich ist es
total schön, mit so einem Team arbeiten zu können, weil wir uns natürlich auch anschauen, ob die Leute charakterlich zueinander passen. Das ist nämlich auch wichtig. Das Wichtigste ist, dass man einander mag, füreinander und miteinander auch bereit ist, sich einzusetzen, dass eine gewisse Grundgeisteshaltung gegeben ist, und dann kann insgesamt das Bild einer sympathischen, dynamischen, kompetenten ÖVP gezeichnet werden. Das ist meine Aufgabe als Parteiobmann. Okay. Letzte Frage noch. Sie haben es vorhin nur als Nachsatz gesagt. Wollen wir nur mal ganz klar das Ziel auf Landesebene. Was würde man sich erhoffen, was würde man wünschen? Ja, das lege ich nicht fest, dieses Ziel dazu gewinnen an Prozenten und Mandaten. Das ist das Ziel. Okay, vielen Dank. Bitte sehr.